Herzlich willkommen, liebe Mittelhessen.de-Nutzer. Wir begrüßen Sie heute aus dem Tierheim in Wetzlar und möchten Ihnen unseren Kater Henk vorstellen. Der kleine Clown sitzt gerade hier oben auf dem Schrank. Er ist geboren, vermutlich im September letzten Jahres. Das heißt, es ist noch ein sehr junger Kater, der dementsprechend sehr verspielt ist, viel Blödsinn anstellt und dem es hier halt auch einfach sehr langweilig ist, weil er leider keinen Kumpel hat, mit dem er zusammenspielen kann. Deshalb suchen wir für ihn dringend ein Zuhause. Grundsätzlich ist es ein sehr freundlicher, zutraulicher Kerl, wenn er einen gut kennt. Wenn fremde Leute da sind, tut er sich am Anfang immer ein bisschen schwer und muss erstmal warm werden. Aber wenn er dann merkt, es passiert nichts Schlimmes und bestenfalls kriegt man noch was zu essen, dann ist die Scheu sehr schnell abgelegt bei ihm. Was man über ihn wissen muss, ist, dass er zu uns kam mit einer sehr schlimmen Darmentzündung. Er hatte ganz schlimmen Durchfall und ist lange, lange behandelt worden. Hat es eigentlich ganz gut weggesteckt, weil so ist er ja putzmunter, Fell sieht gut aus und er frisst auch gut. Problem ist nur, dass er nach wie vor immer noch mal Durchfall hat und dass der Durchfall auch leider nicht immer im Katzenklo landet, sondern auch woanders. Dementsprechend wäre es toll, wenn er einen Platz finden würde, wo er Freigang bekommt, vielleicht auf einem Bauernhof oder ähnliches, dass er einfach nach einer wirklich sehr kurzen Eingewöhnungszeit gleich wieder raus kann, damit die Wohnungseinrichtung nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei Interesse einfach anrufen, Nachricht auf dem AB hinterlassen oder eine E-Mail schreiben und dann melden wir uns zurück und sehen mal weiter, was passiert.